Hallo und ganz herzliches Willkommen zu Let's Play Armored Warfare. Und ihr seht richtig, der Alcarama hat ein neues Spielzeug, und zwar den Leopard 1. Ja, ich will ja nichts sagen, aber ist er nicht schön? Er ist so wunderschön. Ja, ich wollte den Leopard natürlich immer besitzen, und das ist ja das Schöne an Armored Warfare, dass es den Panzer so früh gibt auf Tier 3. Was steht denn dazu da? Ich bin ja schon ganz neugierig. Es ist natürlich ein Kampfpanzer, ganz klar. Chronik. Dieser in Deutschland entwickelte Kampfpanzer sollte vor allem durch Feuerkraft und Mobilität bestechen. Seit Produktionsstart im Jahr 1964 wurden über 4500 Stück produziert, bis der Leopard 1 1984 durch seinen Nachfolger ersetzt wurde, den Leopard 2. Wegen strikter Auflagen konnte das Fahrzeug nur von NATO-Partnern erworben werden. Auch wenn er bis heute in vielen Ländern der Welt im Einsatz ist, musste die Bundeswehr den Leopard 1 zugunsten modernster Fahrzeuge... Musterte die Bundeswehr den Leopard 1 zugunsten modernerer Fahrzeuge aus. Das Fahrzeug wurde bei Kampfhandlungen in Südosteuropa und Westasien eingesetzt. Die Schwerthammer, wir wollen das Ding sehen, oder? Sehen wir es uns an. Und wir sind fast Top-Tier, weil bei uns hat sich noch ein 4er AMX 10 P90 eingeschlichen. Aber sonst lauter Tier 3 und beim Gegner sogar ein Tier 2 Panzer. Aber egal, ist er... Oh, er ist so schön. Das ist hier der Lautsprecher, da kommt dann fetter Wumms raus für die Mannschaft. Das ist natürlich Quatsch, wäre aber unglaublich lustig. So, und los geht's. Wow, der ist aber flink. Und du bist auch flink. What a lovely day for camp. Ja, mal schauen, ob es wirklich ein lovely day for camp ist. Er ist komplett stock, das muss man dazu sagen. Also er ist wirklich, hat noch in keinster Weise irgendwelche besonderen Attribute, in Anführungszeichen. Außer, dass es halt ein Leo ist. Und ich sehe schon, der M60 und ich, wir machen hier die Seitenhut. Mal schauen, ob er was aufmacht. Aber dadurch, dass der AMX da, der XM natürlich da vorne, so aggressiv ist, kann man da hier auch ein bisschen Gas geben. Nein! Schön daneben geballert. Vor lauter schnell noch drauf schießen. Querschläger. Oh, er spät. Weg. Ah, hier haben sie keine. Nee, da ist nicht drauf zu kommen. Ja, ich muss hier ein bisschen aufpassen. Ich will natürlich auch nicht den M60 hinten einen reinballern. Das wäre unfein. So macht man nicht. Und auch wenn man denkt, man hat den Leo 1, also damit den größten, man hat ihn auch nicht. Ich fahre mal vorsichtig den M60 nach. So. Der AMX ist als erster down, als Top-Tier. Unsere Jungs sind da schon in der Basis. Was soll's? Einfach mal ein bisschen weiter vordrücken. Ja, und da stehen sie schon und warten. So, du kriegst aber auch noch eine. Wenn du mir schon so weh tust. Und ich hoffe, der M60 hilft mir jetzt ein bisschen. Weil jetzt haben wir dann doch 4 Gegner gegen 2. Also den Stellungskampf sollten wir aussitzen. Der Gegner schießt davon drüben fleißig rüber. Ich versuche mal was zu spotten. So.
Mir darfst drauf schießen. Um ein Fitzelchen zu wenig Gun Depression. Naja, das hat er natürlich nicht das Problem. Ne, ich komme exakt nicht drauf. Unglaublich ärgerlich. Aber mein Team kann hier drauf schießen. Auch wenn sie da leider gefühlt immer noch zu wenig Schaden machen. Aber ich bin hier dauerhaft gespottet. Kritischer Schaden. Nein! Gott sei Dank, danke M60. Ja, egal, was soll's. 9:8 steht's aber mittlerweile. Oh, da kommt der nächste. Heide Witzka. Ist hier was los? Ja, genau. So, jetzt braucht er noch einen Treffer. Dann wäre er besiegt, aber es ist halt noch ein Treffer. Aber es ist auch 9:3 stets. Oh, ist das also für mich ein sehr aufregendes Match gewesen. Muss ich gestehen. Ich glaube, das sieht mein Panzerchen ähnlich. So, der ist weg. Und jetzt hier noch der letzte. Ah. Ja! Gott sei Dank, er hat mich nur gekettet. Und dann hat er noch den Hit Insect bekommen. Und dementsprechend war das das allererste Match und der allererste Sieg mit dem Leopard 1 in der Stock-Variante. 8:0 ist ausgegangen und zwischenzeitlich habe ich unten echt geschwitzt. Weil wir da doch einer Übermacht entgegenstanden, aber durch den Spot, was ich jetzt nicht nur mir zuschießen will, sondern auch einen sehr schönen Support von meinem Team und dem M60, haben wir das Game dann sehr schön gedreht. Und ich freue mich jetzt schon aufs Endergebnis, um zu sehen, was ich denn dafür bekomme. Was habe ich gemacht? 1724 Schaden, 1226 Schaden unterstützt sozusagen. Die Performance sieht man hier ganz schön, besonders den BMP1 natürlich habe ich am meisten Schaden zugefügt. Im Team bin ich auf Platz 2 gelandet. Das ist natürlich viel dem Spotting da zuzutragen. Und es gab 83.000 raus mit einem XP-Bonus bei Premium von 3.412 dann in Summe. Ja, das war doch eine schöne Runde mit dem Leo 1 und ich glaube, es hat sich gelohnt zuzuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Karamba.